Ein israelisches Unternehmen stellt den allerersten Speichel-Schwangerschaftstest vor. Adele hat zum ersten Mal über ihre Scheidung gesprochen und über 12.000 Musiker und Musikerinnen haben versucht, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Wie ihr sehen könnt, haben wir wieder ein bunt durchgemischtes Programm für euch zusammengestellt und somit Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem Push-Magazin. Ein israelisches Unternehmen, das einen in der EU zugelassenen Corona-Spucktest rausgebracht hat, hat sich gedacht, warum nicht das Gleiche mit einem Schwangerschaftstest? Bis jetzt gibt es nämlich nur welche, die mit Urin funktionieren. Herkömmliche Schwangerschaftstests für zu Hause funktionieren eben so, dass ein Anstieg eines bestimmten Hormons, nämlich des Beta-HCG-Hormons, im Urin festgestellt wird. Das israelische Startup will nun einen Test auf den Markt bringen, der dieses Hormon dann im Speichel nachweist. Vorgestellt wird das Produkt auf der Medizintechnik-Fachmesse Medica in Düsseldorf. Grundsätzlich funktioniert der Test sehr ähnlich wie ein herkömmlicher Urinschwangerschaftstest. Bei dem Speicheltest muss nur der saugfähige Stick in den Mund und dann in den Testbehälter gesteckt werden. Binnen weniger Minuten erscheint dann auf der Anzeige das Ergebnis. Und das soll laut Herstellern eine Sensitivität von 95 und eine Spezifität von 97% haben. Sensitivität heißt, wie gut ein Test eine Schwangerschaft erkennt und die Spezifität sagt aus, wie viele Frauen, die nicht schwanger sind, als solche erkannt werden. Wir bleiben gleich beim Thema. Die Periode ist heutzutage leider noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft. Auch in Schulen und in Unternehmen in Österreich wird die Periode nicht ganz so ernst genommen. Zumindest hat man oft das Gefühl. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Indonesien, gibt es einen sogenannten Menstruationsurlaub, wo eine Frau das Recht auf 2 zusätzliche Menstruationsurlaubstage im Monat hat. Wie sieht es denn da in Österreich aus? Würden sich das die Menschen gerne wünschen? Absolut, ehrlich gesagt. Es gibt ja Staaten wie zum Beispiel in Russland, haben Frauen zwar zusätzliche freie Tage im Monat aufgrund Periodenschmerzen und solchen Sachen. Also ja, finde ich absolut, finde ich schon, dass man darauf irgendwie ein bisschen mehr den Fokus legen sollte. Generell ist es, glaube ich, jedem einzelnen Unternehmer vorbehalten, was er zu tun hat, wie er es denkt zu machen. Also vielleicht sollte sie die Möglichkeit haben, wenn es ihr wirklich schlecht geht, dass sie das einfach frei entscheiden kann. Ich kann einen Tag mal nicht arbeiten oder weil es mir nicht gut geht, aber ich glaube, das müsste jede Frau individuell entscheiden können, ja, dass sie so ein bisschen mehr Freiheit hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie genau man das angehen sollte. Da bin ich leider kein Experte, aber eins, das man nicht unterschätzen sollte. Das würde ich jetzt nicht auf Politik schieben, sondern da würde ich jetzt sagen, ist jeder Firmenchef oder jeder Chef dafür verantwortlich für solche Sachen? Ich glaube schon, weil ich finde, das ist die Periode der Frau, so jeder hat sie ja. Und man sollte da vielleicht einfach so mehr Optionen der Frau geben. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es gibt ja nichts Ärgerlicheres als ein Parkstrafzettel. Aber im Endeffekt ist man selbst schuld, weil man das Auto falsch abgestellt hat. Beispielsweise in einem Parkverbot. Was aber, wenn dieses Parkverbot 21 Jahre illegal war und tausende Lenker trotzdem zur Kasse gebeten worden sind? Genau das ist am Grieskai in Graz passiert. Rechtsanwalt Christoph Rappold hatte eine 50-Euro-Strafe erhalten und dachte sich, da stimmt irgendwas nicht. Darum hat er eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingelegt und Recht bekommen. Aber wie geht das? Im Frühjahr 1999 ist von einer Trachtenfirma ein temporäres Parkverbot beantragt worden. Denn neben dem Geschäft ist eine Synagoge gebaut worden und er hatte Angst, dass es dadurch zu einem Parkplatzproblem kommen könnte. Mit der Parkverbotszone auf der gegenüberliegenden Straßenseite wollte er Ladetätigkeiten ermöglichen. Dann wurde die Verordnung von der zuständigen Behörde erlassen und nie wieder überprüft. 21 Jahre lang. Denn im November 2000 wurde die Synagoge eröffnet und damit war die Rechtsgrundlage für die Verordnung weg. Wenn man einen Parksünder pro Tag rechnet, dann wäre das eine Summe von mehr als 300.000 Euro, die illegal kassiert worden sind und jetzt futsch sind. Denn da gibt es keinen Cent zurück, außer über eine Amtshaftungsklage eventuell. Weiter geht's mit einem Rekordversuch und zwar von mehr als 12.000 MusikerInnen. Das Musikbildungsprogramm El Sistema stellt für viele Menschen in Venezuela einen Ausweg aus der Armut dar.
Am Wochenende haben nun tausende Mitglieder des weltweit vielfach kopierten Programms einen Rekordversuch als größtes Orchester der Welt gestartet. Mega, oder? 10 Minuten lang wurde der slawische Marsch von Peter Tschaikowski gespielt. Guinness World Records überprüft jetzt den Weltrekordsversuch und gibt in binnen 10 Tagen bekannt, ob die Höchstmarke tatsächlich geknackt wurde. Eine österreichische Schmuckdesignerin, die Deutschland erobert. Gabriele Jazzetta feiert ihr 15-jähriges Firmenjubiläum und bei der Feier waren nicht nur deutsche Promis zu treffen, sondern natürlich auch unsere A-Dabei-Moderatorin Sasa Schwarzhirk. Servus, grüß Gott, ich freue mich. Gabriele hat es in Deutschland wirklich geschafft. Es gibt kaum eine prominente Dame, die sie nicht trägt. Sie ist irrsinnig erfolgreich. Was glauben Sie, ist ihr Geheimrezept? Dass sie so ein tiefgründiger und tiefsinniger Mensch ist. Also wenn man mit ihr spricht, die hat so eine Wahnsinnstiefe in sich, so eine Gelassenheit, so eine Ruhe. Ist immer freundlich und ja, das mögen wir halt, ne? Weil es halt, wie gesagt, schön ist. Zum einen, es ist nicht irgendein oller Schmuck, den man irgendwo kauft, sondern es ist was Schönes, es ist qualitativ hochwertig und man hat halt wirklich etwas, an das man glauben kann, ne? Dass man, wie gesagt, auch den Ring halt eben trägt. Ich habe ja den Reichtums- und Erfolg-Ring, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und da glaube ich auch fest dran. Also ich glaube, dass bei mir irgendwann auch wieder bergauf geht. Ich kenne ihre Sachen tatsächlich schon viele Jahre und finde ihren Schmuck wirklich unglaublich schön. Und man merkt, wie viel Herz und Leidenschaft da mit drin steckt und ja, und wie viel Liebe auch. Also das schätze ich besonders daran, ja. Gabriela ist ganz authentisch und scheut sich nicht, mit irgendwelchen Strom mitzuschwimmen, sondern macht ihr Ding und das mal so ganz anders als alle anderen. Und das ist auch mutig. Und jeder Mut sollte mit Erfolg belohnt werden. Das war die Gabi Köster, die war wirklich die Erste und die hat mich dann auch angeschrieben und da habe ich mir zuerst gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass mich die Gabi Köster anschreibt und ja, mittlerweile sind wir befreundet und so wurde es aber immer mehr, also es ist wirklich so, die Claudia Effenberg trägt seit Jahren meinen Reichtums- und Erfolgsring. Ja, und es ist einfach immer so gewachsen und nach immer mehr geworden. Weil wenn man einmal damit beginnt, wird man ja süchtig. Wir bleiben gleich bei den Promis, denn Popsängerin Adele war bei Oprah Winfrey zu Gast und hat das allererste Mal über ihre Ehe gesprochen, die in die Brüche gegangen ist. Sie sagte, dass sie von sich selbst sehr enttäuscht war und dass sie sich geschämt habe, als ihr klar wurde, dass die Ehe mit Simon Konecki am Ende war. Denn sie nimmt das Ja-Wort eigentlich sehr ernst und sowas solle auch so sein. Und wenn man Kinder hat, sollte man eigentlich zusammenbleiben. Deshalb war sie für ihren Sohn sehr enttäuscht, als alles in die Brüche ging. Sie betont aber auch, dass sie bis heute eine sehr gute Beziehung zum Vater ihres Kindes hat. Er ist der Mensch, den sie bis heute am meisten respektiert und sie sind noch immer gute Freunde. Also er ist noch immer ein sehr, sehr wichtiger Mensch in ihrem Leben. Mehr Infos zum Interview findet ihr wie immer auf krone.at. Dem Schauspieler Taylor Lautner wünschen wir für die Ehe mehr Glück, denn der Twilight-Star hat sich verlobt. Lange war es still um ihn, doch wie es aussieht, läuten bald die Hochzeitsglocken. Seit 2018 ist er mit seiner Freundin Taylor Dome zusammen und am 11. November war es dann soweit, er kniete sich vor ihr nieder. Dafür hat sich Lautner offenbar sehr ins Zeug gelegt, denn der Antrag strotzte nur so vor Romantik.
Auf Instagram hat er nämlich zwei Fotos gepostet, wo er seiner Freundin gerade den Ring ansteckt. Darunter schreibt er: Und einfach so wurden alle meine Wünsche wahr. Congrats Taylor und Taylor. Wir wünschen euch natürlich nur das Beste für eure gemeinsame Zukunft. Aquarien sind schon ein ganz besonderer Ort, oder? Ich finde, an diesem Ort wird so eine Ruhe ausgestrahlt. Abu Dhabi ist nun um genau so einen verzauberten Ort reicher. Vergangenes Wochenende hat in Abu Dhabi ein ganz besonderes Aquarium zum ersten Mal seine Tore geöffnet. Es ist das größte im Mittleren Osten mit 9000 Quadratmetern und rund 46.000 Tieren. Dort können die Besucher förmlich in die Wasserwelt eintauchen. The National Aquarium ermöglicht damit ein ganz besonderes Erlebnis. Die Besucher sind beeindruckt. Ich bin heute mit meiner Familie zum ersten Mal hierher gekommen, um das Aquarium zu sehen. Wir haben unterschiedliche Bereiche besucht und uns gefreut, so viele verschiedene Fischarten zu sehen. Einige davon zum ersten Mal. Es war eine richtig schöne Erfahrung. Das Aquarium wurde in Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde gebaut und ist das erste Projekt, das im neuen Hafenviertel der Hauptstadt eröffnet wurde. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die Besucher dadurch inspiriert werden, die Weltmeere zu erhalten und zu schützen. Das Aquarium ist für Erwachsene und für Kinder ein Highlight. Ich bin mit meiner Tante hierher gekommen und ich liebe es. Ich konnte so viele Fischarten sehen. Fische, die im Dunkeln leuchten, Quallen, Haie und viele mehr. Ich hatte echt Spaß und werde es meinen Freunden und Lehrern weiterempfehlen. Ganz weit weg von zu Hause, das ist ein Adelie-Pinguin. Der Antarktis-Pinguin ist nämlich 3000 Kilometer weit von seinem Zuhause entfernt. Normalerweise befindet er sich nämlich in der Antarktis. Gesichtet wurde er nun nahe Christchurch in Neuseeland. Das berichtete das neuseeländische Portal Stuff am Freitag. Angaben der neuseeländischen Vogelenzyklopädie New Zealand Birds Online zufolge war es erst das dritte Mal seit Beginn der Aufzeichnungen, dass ein Adelie-Pinguin von der Antarktis Neuseeland erreichte. Warum der flugunfähige Seevogel so weit geschwommen ist, ist nicht klar. Laut der Enzyklopädie kommen Adelie-Pinguine im Rossmeer vor, sehr zahlreich sogar, finden aber selten den Weg nach Neuseeland. Weil der Kerl etwas untergewichtig und dehydriert gewesen ist, wurde ein Pinguinexperte gerufen, der ihm Flüssigkeit und Fischsmoothies gegeben hat. Und nach seinem Aufenthalt in einem Pflegezentrum ist er dann zurück in die freie Natur entlassen worden, berichtete die Stuff. Und zum Schluss gibt's noch eine Meldung aus dem Tierreich. Eine ziemlich süße sogar. Schaut am besten selbst. Freundschaft unter Tieren? Ja, das ist möglich, auch wenn es sich nicht immer um dieselbe Art handelt. Diese Freundschaft hier ist etwas ungewöhnlich. In der Irkutsk Zoo Gallery in Russland haben drei Lemuren mit der Katze Monia Freundschaft geschlossen. Eine der Lemuren, Chiki, ist im Jahr 2020 zum Zoo gekommen. Ursprünglich kommt Chiki von einem Wanderzirkus, der wegen der Corona-Pandemie den Betrieb eingestellt hatte. Laut den Angestellten des Zoos haben sich die Katze und der Lemur sofort angefreundet. Etwas später sind dann zwei weitere Lemuren dazugekommen, die von den beiden liebevoll aufgenommen wurden. Jetzt sind die Tiere eine entzückende vierköpfige Familie, die gemeinsam spielen, essen und schlafen. Wenn das keine wahre Freundschaft ist. Tja, ich hoffe, euch haben unsere Good News in Zeiten von diesen gefallen. Kopf nicht hängen lassen, gesund bleiben und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi, Baba!